Aufgrund eurer wundervollen Kommentare, die ihr geschrieben habt bei YouTube, aufgrund der wundervollen Kommentare, die der Twitch-Chat geschrieben hat, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Spiel gespielt habe, spiele ich jetzt weiter. This war of mine. So, jetzt endlich. Ich habe übrigens privat ein bisschen weitergespielt, hatte ich gerade im Screenshot schon gesagt und jetzt auch nochmal für die lustige kleine Aufnahme. Und vor allen Dingen, ich hatte dieses Mal neue Leute zugeteilt bekommen. Mit anderen Worten, ich hatte die ersten 6 Tage gespielt, bin jetzt bei Tag 7 angekommen und ja, bin gerade mit meinem guten Mann hier plündern gewesen. Und der ist jetzt wieder da. Ich habe übrigens sehr, sehr zweifelhafte Entscheidungen getroffen. Außerordentlich zweifelhafte Entscheidungen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe eine Axt gefunden, deswegen habe ich nur das Symbol hier. Ich habe, soweit es geht, versucht, alles so aufzuziehen, beziehungsweise alles so hinzustellen, wie es zuvor war. Ja, also damit nicht irgendwie Mist passiert hier oder damit irgendwas an einer anderen Stelle steht und ihr es nicht wiederfindet. Diesmal habe ich nicht Katja, sondern Arika. Und ich habe Bruno, den Koch, mal wieder. Und ich habe Roman. Roman ist ein Kämpfer. Und Roman ist ziemlich praktisch gewesen, was das angeht. Weil mit denen habe ich schon eine Menge gekämpft. Und wie ihr vielleicht seht, ist keiner davon depressiv oder traurig, sondern nur hungrig und müde. Das ist für mich ein riesiger Fortschritt. Und vor allem das Beste ist, wenn man auf unsere Sachen klickt, dann habe ich hier so haufenweise Teile wie eine Gitarre und so ein Kram und Äxte, Dietriche und Schaufeln und eine Brechstange und so ein Kram. Schau, ich habe eine AK-47. Eine AK, ein Sturmgewehr, ja. Weil ich habe nämlich das Problem, letztes Mal habe ich mit Pavle, war ich im Supermarkt und da habe ich den Soldaten quasi, habe ich es zugelassen, dass der Soldat die Frau vergewaltigen konnte. Im Nachhinein war es eine ziemlich beschissene Entscheidung. Diesmal bin ich mit einem Messer hingegangen, habe den Soldaten umgebracht. Nur so ganz nebenbei. Und dann war ich auch eine Nacht später da und dann wurde mir sogar gedankt dafür, dass ich den Soldaten umgebracht habe, von der Frau, die dann dort auf mich gewartet hatte. Ja, ich habe diesmal nur 2 Betten gebaut anstatt 3 und. Und dieses Mal gebe ich mir sogar Mühe, die Texte vernünftig vorzulesen. Ja? Letztes Mal waren wir spät in der Nacht, heute sind wir wieder spät in der Nacht. Aber für den Fall, dass ich es nicht vorlesen kann, lasse ich es einfach sein. Easy. Ja, und Bruno ist immer noch unser guter Koch und Raucher. Ja. Und letztes Mal habe ich schon vorgelesen, dass der gute Mann seine TV-Sendung hatte. Und ja, der Krieg ihn sozusagen aus seiner Kochkarriere rausgebracht hat. Neu im Team ist übrigens die gute Arika, die gut im Schleichen ist, mit anderen Worten eine coole Diebin. Nebenbei ist Arika auch eine Raucherin. Und ich bin ein einfaches Mädchen aus dem Viertel und kenne das wahre Leben. Die Straße hat mir mehr beigebracht, als mein Vater es je getan hat. Der alte Säufer hat mich immer geschlagen, wenn ihm danach war. Und er wusste, wie er mir wehtun konnte. Damit ist jetzt vorbei. Oh Gott, ich habe mich schon das erste Mal verlesen. Oh Gott. Er biss in den ersten Tagen des Krieges ins Gras. Seit ich 14 bin, breche ich in Häuser ein. Ihr wisst, wie das ist. Ich bin darin besser als alle, die ihr kennt. Und ich kann wie ein Fuchs schleichen. Ihr wärt dumm, wenn ihr mich rauswerfen würdet. Ja. War es okay soweit? Ich hoffe, ihr könnt es diesmal ertragen, nicht so wie letztes Mal. Roman, praktischerweise auch ein neuer, auch Raucher übrigens. Roman war Romans Geschichte. Ich hatte niemals gedacht, dass ich einmal weglaufen und mich vor meinen Kumpeln verstecken würde. Doch so kam es schließlich. Wir waren einst wie Brüder. Jetzt bin ich für sie gestorben. Meine Jungs haben das Viertel bis kurz vor dem Krieg regiert. Einige von uns wurden rekrutiert, wie Leon, mein bester Freund. Andere, wie ich, haben sich freiwillig für die Miliz gemeldet. Es sollte das ultimative Kräftemessen werden und wir alle wollten daran teilhaben. Alles klar. Mit anderen Worten, wir haben 3 neue Leute. Ich hoffe, es ist soweit okay für euch. Nicht, dass ihr das nicht gut findet. Wir spielen noch einfach mal ein bisschen Musik. Auf der Gitarre, die wir gerade gebaut haben. Wie gesagt, ich habe ein paar sehr zweifelhafte Entscheidungen getroffen. Oh, hey, der ist ein Typ. Nice. Lass mich bitte herein. Kann ich hier bleiben? Mein Viertel wurde während meiner Nachtschicht im örtlichen Lagerhaus bombardiert. Ich hatte ihr geholfen, unter dem Schutt nach Überlebenden zu suchen. Wir konnten aber nicht alle retten. Als ich zu Hause ankam, habe ich eine Ruine vorgefunden. Kann ich eine Weile bei euch bleiben? Mir scheint, ihr könntet ein paar starke Hände gebrauchen. Klar, herzlich willkommen. Okay. Moment, haben wir ein neues Mitglied? Oh, wir haben ein neues Mitglied. Boris. Stark, aber langsam. Bin kein großer Redner, nur ein gewöhnlicher Typ. Im Lagerhaus habe ich in der Nachtschicht Sachen eingeräumt. Meistens per Hand. Das war Schwerstarbeit. Aber ich war schon immer stark, sogar als Kind.
Jetzt dieser Ort Geschichte, in Schutt und Aschen gelegt, genauso wie mein Haus. Die Trümmer zerschmettert meinen Fuß. Er ist wieder geheilt, aber noch etwas steif. Deshalb kann ich nicht so schnell laufen. Aber ich kenne niemanden, der so viel tragen kann wie ich. Awesome! Wir haben einen Looter. Und wir haben keine Medizin. Fuck. Okay, dann kommen wir nach unten hier. Boss. Sie isst ein bisschen was. Und Boris kann man nach oben gehen. Komm, du gehst mal hier hin, Boris. Du baust mal was. Unser guter Kämpfer. Spielt noch eine Gitarre. Und da wir noch nichts haben, kann... Oh. Shit, was soll ich machen? Ach, das. Kann Boris doch einfach mal eine Runde pennen gehen. Noch etwas steif, schreien die Leute. Er hat steif gesagt. Steif. Und straff ist der Fuß bestimmt auch noch. Jetzt vorbei bei euch, ne? Oh, das liest ein bisschen was. Sehr gut. Das Beste an der Axt übrigens ist, man konnte die Axt mitnehmen und konnte alles möglich zerhacken. Und immer wenn man die Sachen zerhackt hat, dann hat man Brennstoff bekommen. Mit anderen Worten, mein Brennstoffproblem hat sich so in Luft aufgelöst. Das war sehr, sehr praktisch. So. Wie gesagt, wir haben Waffen soweit. Das ist schon mal ganz praktisch. Also eine Pistole und ein Gewehr. Arika kann ein bisschen Musik spielen. Ich lese mal kurz den Screenshot. Ja, manche Leute finden es auch ein bisschen eigenartig, dass er urplötzlich quasi vor unserer Haustür steht und sagt, hey, ich würde ganz gerne bei euch mitmachen. Finde ich mindestens genauso eigenartig. Bruno, kannst du mal eine Runde kochen. Klären wir schon mal das Hungerproblem. So, kannst du mal hier hinsetzen. Bruno hat kein Wasser. Verdammt, wir müssen dieses blöde Wasserproblem nicht im Griff bekommen. Wobei, Roman, geh doch mal kurz hier an die Werkbank und wir bauen noch mal so einen Wasserauffangbehälter. Wofür wir natürlich wieder kein Zeugs haben. Alles klar. Wir brauchen also dringend Teile. Das ist ganz wichtig. Shit. Wow, Daniel, nice Sexism. Warum diesmal? Oh Gott. Wir haben Glück, dass es hier drin nicht kalt ist. Allerdings, allerdings. Komm, du isst einfach mal ein bisschen rohes Fleisch. Das ist bestimmt eine super Idee. Hoffentlich wirst du nicht krank. Moment, warte mal. Hatte ich nicht eine Falle noch gebaut irgendwo? Scheinbar ist die Falle weg, die ich aufgebaut hatte. Ich hatte noch irgendwo eine Falle platziert gehabt. Und hatte eigentlich gehofft, dass... ne, die Falle ist scheinbar weg. Was soll's. Ich frage mich übrigens, wie viel Boris tragen kann, wenn da steht stark, aber langsam. 17. Holy moly. Ach du Leo, sei okay. Komm hier. Roman darf pennen, weil der hat die ganze Zeit gekämpft. Und Arika und Bruno stehen Wache diese Nacht. Würde das nicht mit Boris plündern? Geht er es vielleicht verletzt? Aber er kann viel tragen und das war schon mal ein gutes Zeichen. Okay. Obdachlose hat sich für den Krieg dort niedergelassen. Das ruhige Haus. Ah, ich habe das ruhige Haus. Übrigens, ich bin immer noch dem ruhigen Haus aus dem Weg gegangen. Hm. Ich habe so eine Sache. Wow. Mathe. Wow. Mathe. Vielen Dank für den Subscribe. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe einen neuen Sound drin. Wow. Der kommt jetzt sogar direkt in die Aufnahme rein. Dank dir. Vielen, vielen Dank, wirklich. Vielen, vielen Dank, echt. Viele Häuser brennen noch. Okay, das bombardierte Haus, da könnten wir hin. Kirche der Heiligen Maria, das baufällige... Komm, wir gehen zum baufälligen, besetzten Haus mit Boris. Und Boris bewaffnet sich mit einem Messer. Ich möchte keinen Sturmgewehr oder so Mist mitnehmen. Wenn wir irgendwas machen... Dann nur, wie soll ich sagen, leise Aktionen. Also irgendwie irgendjemanden meucheln oder ähnliches. Okay, schauen wir doch mal. Schon mal ganz viele Standardteile. Also so Sachen, die wir überhaupt brauchten. Wichtig wäre nur, dass ich... Warte mal, warm hier schon?
Shit. Ne, warte mal, wir waren noch nicht, sonst wäre der Punkt ja anders gewesen. Okay, packen wir doch mal hier soweit die Sachen raus und nehmen haufenweise Holz und Teile mit. Cool. Boris kann echt viel tragen. Meine Fresse, kann Boris viel tragen. Eigentlich hätte ich jetzt sozusagen schon alles abgetan, was ich brauche. Also ich brauche die Teile und das Holz. Aber ich guck mal, ob ich noch ein paar mehr Teile finde. Ich habe das Gefühl, dass die Teile ein klitzekleines bisschen mehr wert sind als das Holz. Vor allen Dingen, weil ich auch zurzeit noch genug Holz habe. Das ändert sich zwar wieder schnell, das weiß ich. Aber hey. Oh, komm, nehmen wir ein paar Teile mit. Tuk, 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 tuk. Wow. Scripper 2-2. Vielen, vielen Dank, Digga, für deinen Subscribe. Der Ton hat mich nur minimal schockiert, by the way. Und für den Fall, dass ihr übrigens den Ton kennt, ja, nur so ganz nebenbei. Der Ton ist ziemlich cool aus einem verrückten Spiel, was ich zwar nicht so wirklich viel spiele, was ich ziemlich cool fand. Also den Ton fand ich zumindest sehr cool. Oh, da oben ist sogar jemand. Also da saß sogar jemand. Ich brauche diesen Subscriber-Ton vor allen Dingen deswegen, weil ich die ganze Zeit nicht mitbekommen habe, dass Leute subscribed haben. Ist ja irgendwie unfair, wenn ihr da so subscribt und ich nicht mehr irgendwie drauf reagiere. Oder erst so 2 Wochen später. Ist ja auch nicht mehr so schön. Dann hat Digger gesagt. Ja, sehr Digger. Okay, ich brauche ein Sägeblatt. Scheiße, das habe ich natürlich nicht dabei. Die einzige Hoffnung, die ich habe, dass ich jetzt irgendwo ein Sägeblatt hier finde. Oder ich einen anderen Weg finde. Das hatten wir schon mal. Gibt's denn mal schon? Hier waren wir auf jeden Fall schon. Ich erinnere mich an diesen Brief, der da gerade war. Meine Güte. Hier sind echt eine Menge Teile. Ich glaube, mit dem Mann können wir da unten reden, oder? Guten Abend, mein Herr. Ich bin sehr hungrig, kann sie mir helfen. Tja, tut mir leid, ich habe leider nichts zu essen für dich. Ja, ich habe trotzdem nichts zu essen dabei. Okay, das war's erstmal. Boris war langsam, aber hey. Und übrigens, den Ton habe ich selbst aufgenommen in meinem eigenen Mund. Ja, hört ihr? Um Copyright-Kram aus dem Weg zu gehen. Ach scheiße, ich habe noch immer keine Verbände, ne? Unausgeplündert. The fuck? Roman hat gegen Bruno gekämpft? What the fuck? Warum haben die beiden miteinander gekämpft? Boris war auf der Suche nach Vorräten, hat einige interessante Sachen mitgebracht. Ja, das war ich ja gerade. Jemand hat versucht, uns auszuräumen. Die Angreifer waren sehr aggressiv, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Und wir haben 4 Munition verschossen, um die Angreifer fernzuhalten. Okay, Boris, geh pennen. Was dachtest du? Achso, wow, die meine. Ach Gott, ey, voll Idioten. Okay. Gronkh aka Bruno haben sich also gestritten mit seinem anderen Mann. Klasse. So, bevor wir irgendwas anderes machen, ich brauche auf jeden Fall nochmal dieses Ding hier. Zum Regenwasser auffangen. Arika, du kannst schon mal gucken, was wir denn hier alles Schönes bauen können. Also, wir haben ein Radio. Wir haben noch keine Distille, glaube ich. Wir haben noch keinen Käfig. Ich finde das eine super Idee. Komm, wir fangen mal langsam an, hier den ganzen Kram zuzubrettern. Wir haben langsam Zeit. Boris hat einen Coyote-Backpack. Nice. Hat er? Muss ich gleich mal angucken. Das haben wir auch letztes Mal schon geschafft. Quasi hier die Sachen sozusagen so weit
Ach, wir haben diese Stelle schon. Verdammt, sehr gut. Roman, du kannst übrigens langsam... Du kannst mal... Ah, warte mal, er ist verletzt. Ja, komm, wenn er verletzt ist, kann er sich mal eine Runde erholen. So, Bruno, du machst Schnaps. Eine Sekunde, warte mal. Schnaps ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn wir essen müssen. Ja, du machst das nochmal. Du machst hier Wasser. Marika, du machst hier Wasser. Das ist auch so eine Sache, wenn jetzt, wo wir vier Leute sind, ist noch viel wichtiger, dass wir quasi immer genügend Essen haben. Tauschen! Oh yes! Tauschen ist genau das Richtige. Lassen Sie uns ein Geschäft machen. Alles klar. Let's trade. Also, was haben wir denn? Ich hatte... Ach so, ich glaube, den ganzen Tabak haben die weggeraucht. Schnaps können wir aber tauschen gegen irgendwas. Hat er Wasser dabei? Ah, ein Wasser. Jetzt. Zack. Oh, das wäre auch eine gute Idee. Das haben und das auch. Warte mal. Naja, das kriegen wir woanders, ja. Ich weiß, dass es wieder problematisch wird, falls wir den Kram haben wollen. Hm. Okay, den Rest machen wir mit Holz. Ja komm, machen wir das komplette Ding mit Holz voll. Und wir geben ihm dafür noch ein bisschen anderen Kram, den wir so haben. Jetzt mal das. Das klingt doch gut. Kann ich das dazu nehmen? Nee. Goddammit. Na gut, mach das wirklich so. Alles klar, vielen Dank, das war's. Dankeschön, auf Wiedersehen, tschüss. Vielleicht haben wir noch Teile. Hm, na, müssen wir gleich nochmal gucken. Ja komm, verbessern wir doch unsere Metallwerkstätte. Können wir auch Westen und so einen Kram reparieren. Weil ich wollte nochmal ganz gerne meinen Angriff auf die Militärbasis starten und quasi die ganzen Soldaten da töten. Was ist mit den beiden hier unten los? Boris ist hungrig. Okay, Boris ist nur hungrig, das ist ein gutes Zeichen. Zack, kannst ein bisschen Musik machen. Mit Arika gucke ich mir nochmal kurz an, was ich hier bauen kann jetzt. Ups. Also, ich kann Helme reparieren. Oh, schon wieder. Xnernex, vielen Dank für deinen Sub, Digga. Dankeschön. Much appreciated. Schrotflinte und Helm. Dafür brauchen wir nur einen beschädigten Helm. Okay. Gucken wir uns mal kurz die Werkstätte an. Die Werkstatt sollen wir auf jeden Fall auch nochmal upgraden. Genauso wie den Ofen. Ich glaube, der Ofen sollte unser nächstes Projekt werden. Ja, ich denke, der Ofen wird das nächste sein, was wir machen. Und vielleicht noch ein weiteres Bett, weil es vielleicht ein bisschen doof, wenn wir immer quasi vier Leute haben und nur zwei Betten haben. Er kann, glaube ich, nicht so gut Gitarre spielen. Was hat, komm, warum setzt du ja hin? Lass halt Arika machen. Kann sich ja keiner mit anhören. So. Essen ist geklärt. Wir haben keinerlei Teile mehr, die wir soweit verbauen können. Wir haben genügend Wasser. Also wir haben wirklich genügend Wasser. Unsere Werkzeuge sind in einem okay Zustand. Wir haben noch Essen, was ausreichend ist. Nennen wir es mal so. Wir haben genügend Waffenteile. Wir haben zu wenig Holz. Wir haben zu wenig Teile. Natürlich, wie soll es anders sein? Wir haben zumindest schon mal ein Sturmgewehr. Auch schon mal ein nettes. Können wir mal gucken, was wir gleich machen. Gut, beenden wir auch den Tag. Denn soweit ist eigentlich alles. Ah, wobei, komm. Nochmal einen guten Boris.
kann nochmal hier oben den Filter einbauen für noch mehr Wasser. Ich glaube, zurzeit ist auch noch die Regenzeit sozusagen. Da können wir noch so viel Wasser wie möglich mitnehmen. Ja, kein Filter mehr, scheiße. Na komm, setz dir mal in der dicken Sessel rein. Hm, könnte mal kurz das Radio abhören. Oh, scheiße. Wir haben gerade unseren Kaffee weggegeben. Tja, soweit alles getan. Nur, dass alle hungrig sind, wie immer. So, Boris geht plündern, weil Boris der mit dem meisten Platz ist. Roman pennt im Bett. Bruno stellt Wache. Und Arika geht im Bettchen schlafen. Wow, und wir haben wieder die neuen Sachen. Okay, gucken wir nochmal. Dieses alte Wohnhaus gehört an den älteren Ehepaar, dessen Sohn. Blablabla, seitdem verlassen. Zwielichtige Gestalten dort. Super. Super. Sowas suche ich gerade. Ich suche gerade Streit. Eine Menge Streit. So, das kleine Wohnhaus. Mit good old Boris. Und dem guten Messer. Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Wir haben Alkohol gefunden. Messer. Schnell versteck dich, Boris. Zack. Sehr gut, Boris. Boris, du bist ein Killer. Warum versteckst du dich nicht da drin, Boris? Ah, okay, weil du erst woanders hängen musstest. Fantastisch, Boris. So. Two kills. Und wir haben eine Pistole gefunden. Super. Also, Boris ist stark. Boris ist ein sehr starker Mann. Die sind Plünderer, Vergewaltiger und Mörder. Ich erinnere mich übrigens an diesen Soldaten, der die Frau vergewaltigen wollte, den ich letztes Mal nicht aufhalten konnte, dieses Mal jedoch aufgehalten habe. So, mit Pistole und Messer gehen wir jetzt vor. Der hat da oben sogar ein Gewehr, okay. Wir müssen jetzt abwarten. Geduld. Geduld gewinnt das Spiel hier. So, wir beobachten das Ganze jetzt. So, ich denke, wir können den hier meucheln. Oh, nein, nein! Uff, Boris hat's geschafft. Ich glaube, da oben ist nur das Fenster. Puh, Boris, Mann! Holy shit, ey. Okay. Ist das schon Commando-Style hier? Habt ihr Commandos gespielt? Ihr habt sicherlich Commandos gespielt, oder? Habt ihr bestimmt. Habt ihr? Sehr gut. Ich habe Commandos geliebt früher. Das war mein Lieblingsspiel. Deswegen mag ich das Spiel auch so gern, ja. Jetzt nicht unbedingt, weil ich ein verrückter Mörder hier bin oder weil ich hier ganz gerne verrückt mordend in diesem Haus rumlaufen möchte und alles umbringen möchte, was in die Quere kommt. Und es geht mir einfach nur darum, ich mag dieses das taktische Gameplay quasi. In den richtigen Momenten zuschlagen, die richtigen Entscheidungen treffen und und. So.
Gut, dass Boris übrigens so ein kräftiger Junge ist, ey. Heilige Scheiße. Düngemittel. Ja, wir brauchen zurzeit noch kein Düngemittel. Qualitativ hochwertigen Tabak, immer wieder gern gesehen bei uns. So, nehmen wir noch mehr Teile mit. So, denkt dran, wir sind immer noch hier, weil wir den Juicy Stuff haben wollen. Ja, wir haben quasi hier alles ausgeschaltet. Uns kann nichts mehr aufhalten. So, die Tür ist soweit auf von der Seite. Gut, dass Boris irgendwie so stark ist. Scheiße. Allein aus dem Prinzip hätte ich vielleicht auch noch eine Brechstange mitnehmen müssen. Die Konserven, die sind schon... Ich nehme die Konserven mit. Gucken wir mal, ob wir noch mehr Elektroteile finden können. Schauen wir mal, was das hier ist. Ich habe eine Aufgabenliste gefunden. Es muss sich um eine Gruppe mit grobem System handeln. Dieser Punkt ist interessant. Wer hat den Alk hinter dem Scheiß ausgelassen? Macht den Scheiß gefälligst sauber. Alles klar. Oh, okay. Arschen. Wichtig. Auf jeden Fall, dass nochmal jemand verletzt wird und wir eine schnelle Heilung brauchen. Oh, Bücher. Ein Buch ist zu wenig, um es mitzunehmen. Meiner Meinung nach. Und weil die Bücher auch nicht direkt ausgezeichnet werden. Okay, oh, da schreibt jemand, der Kühlschrank, Daniel. Okay, ich werde meinen Kühlschrank gleich untersuchen. I promise. Sie haben alle Bilder heruntergenommen. Nur dieses eine ist geblieben. Kleine Mädchen am Strand. Ich will nicht wissen, warum. Ich hoffe nicht, dass es eine Tochter war. Von irgendwen. Hier war der Kühlschrank. Boris ist wie so ein Traktor. Ne? Ist nicht unbedingt der schnellste, ja, und der wird vom Sportwagen überholt, aber geht über die Distanz. Der ist ausdauernd, robust. Und kann auch nicht verziehen. Oh, nice. Oh, das war gut, ey. Ich würde sogar schon fast sagen, dafür, dass da so viele coole Konserven drin sind, packe ich noch mal ein bisschen was weg. Teile. Und nehme Konserven dafür mit. Ich weiß gar nicht, ob Konserven so viel besser sind als zum Beispiel Fleisch und Gemüse und so ein Kram. Ach, da oben ist noch das Fenster. Ah, ist sehr gut. Da haben wir hier noch ein Vierer-Stack von diesen Elektronikteilen. Cool zusammen Klabüstert. So, dann lass mal abhauen hier. Ich glaube, es gibt nicht wirklich eine Zeitbegrenzung, wie lange man hier sein darf, weil es gibt dann irgendwann so einen Cooldown und der sagt dann so, oh mein Gott, schnell, abhauen, abhauen. Oder? Also, solange der noch nicht kommt, können wir das Ding hier nochmal looten, ne? Vielleicht haben wir irgendwas drin übersehen. Ich sollte zurückkehren, sagt er schon. Alles klar, alles klar. Renn zum Ausgang. Boris ist zurück. Lädt. Tag 9. Ich habe die Bandage, ich möchte nicht darüber reden. Oh Gott, ich glaube, Boris ist ziemlich traurig, was er gerade getan hat. Hey, das waren Besetzer und die wollten dich umbringen, Boris, weil du denen die Sachen klauen wolltest. Boris ist traurig. Noch irgendjemand traurig? Nö. NP. Okay, Boris, du musst erstmal dich verbinden, mein guter Junge. Und Arika, du wirst jetzt was essen. Denn wir haben was zu essen. Du wirst auch was essen. Und wenn wir schon dabei sind, komm, du isst auch was. Können die alle gleichzeitig essen? Ist jetzt die Frage. Oh.
Die führen auf jeden Fall gleichzeitig die Animation aus. Bruno, der gute Koch. Setz dich doch mal. Ne, Bruno, kannst direkt pennen gehen, Mensch. Du bist ja schließlich müde. Roman ist immer noch leicht verletzt. Geh auch mal pennen, Mensch. Aber hopp die Pop. Warte mal. Ne, anders überlegt. Roman, ja, du gehst Gitarre spielen und Boris geht schlafen. Und das ist ein Arika. Jetzt was ist. So. Moment. Wir sind die... What the fuck? Okay. Hallo? Wir suchen nach einem Dieb. Wisst ihr etwas darüber? Bürger, vor einigen Tagen hat jemand in dieser Nachbarschaft Vorräte aus den Hilfsgütercontainer gestohlen. Diese Vorräte sind für uns überlebensnotwendig. Es gibt eine Belohnung für jeden, der uns dabei hilft, den Täter zu fassen. Einer eurer Nachbarn soll sich in der Nähe des Containers herumgetrieben haben. Wir haben Grund zu glauben, dass er sich diese Vorräte angeeignet hat. Könnt ihr unseren Verdacht bestätigen? Ja. Dankeschön. Erwähnen wir mal lieber nicht, dass sie mitgeholfen haben, da mitzumachen. Weil ich hatte, das war eine der Missionen, die wir bekommen hatten. Den Container nämlich, der wurde quasi überfallen und wir hatten dabei geholfen. Boris hat dabei geholfen, in dem Fall. Boris war mitgekommen. Und, ja. Das ist sicherlich nicht so gut. Shit. Ach Gott, bauen wir mal ein weiteres Bett. Eiskalt angelogen, ja, ich weiß, eiskalt war das. Was können wir? Zack mal eben hier den Stuhl. Wir brauchen Holz. Und der Stuhl ist nicht so wichtig wie der andere Kram. Hoffentlich kriegen wir genug Holz daraus. Ne, wir kriegen nicht so viel Holz daraus. Scheiße. War eine scheiß Entscheidung. Komm, das setz dich mal. Bruno ist wach geworden? Bruno ist wach geworden, sehr gut. Roman ist immer noch leicht verletzt, dummerweise. Deswegen soll er einfach mal weiter pennen. Boris hat gerade irgendwie, glaube ich, müde oder so weiter verloren. Ah ne, Boris lag schon im Bett, verdammt. So, er hier ist ja da oben und spielt gerade. Komm, ab ins Bettchen mit dir. Arika kann auch ein bisschen Gitarre spielen. Und Bruno kann sich unten auf den guten Sessel setzen. Gefühle gleich null. Jungs, mach mich nicht so fertig. Wir überleben hier gerade gemeinsam, ja? Das ist gerade hart, ich weiß. Gut, schon, wir beenden den Tag. So, schauen wir mal weiter. Boris hat gerade so gut gekämpft, der darf auf jeden Fall nochmal plündern. Und morden. Boris steht Wache, Arika steht Wache und Roman schläft im Bettchen. So, wo gehen wir heute looten? Schauen wir mal. Die Schule wurde durch Mörsergranaten beschädigt. Hier ist entlang, kann ich noch. Ah ja, genau. Ne, Moment. Das war nicht das fiese Haus. Das war gleich was anderes. Ich glaube, das Reisebüro. Ja, genau. Das Reisebüro war genau dieser böse Ort. Okay. Boris, du sollst das Messer mitnehmen. Und die Crowbar. Ja, immer stundenlang Schlangen gestanden, damals für den schlimmsten Tag meines Lebens. Gut.
Ah ja, ich erinnere mich ziemlich genau hier dran. Ah ja, ich erinnere mich an meine schlechten Entscheidungen, die ich letztes Mal hier im Reisebüro getroffen habe. Diesmal wird alles anders sein. Denn ich bin hier, mit Boris zu morden. Boris ist quasi mein Green Beret, für den Fall, dass ihr das Spiel gespielt habt, was ich gerade angesprochen habe. Okay, das sieht gut aus. Da ist er. Leise, leise. Da kommt der nächste, der gemeuchelt werden möchte. Okay, sieht auch nicht ruhig aus soweit. Geht wieder im Plündermodus über. Ich glaube, da ist sogar jemand gefangen. Hm, hier, das muss man nicht aufbrechen. Super. Wir haben haufenweise Zeug gefunden. Tatsächlich, da ist jemand drin gefangen. Alles klar, wir holen dich raus. Wir holen dich da raus. Ich glaub an dich so, wie du an mich glaubst. Hallo. Hey. Dude. Okay, du kannst doch einfach vielleicht für einen Moment mit mir reden. Passt schon. Mal sehen, was er geschrieben hat. Eine Notiz ist in die Wand eingekratzt worden. Ich höre jede Nacht Schreie. Lange halte ich es nicht mehr aus. Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem sie mich holen. Gott, rette mich, bitte! Gott hatte gerade keine Zeit, aber Boris ist da. Der gute Green Beret von nebenan. Okay, schauen wir mal, was hier unten ist. Hier waren, glaube ich, noch irgendwo Leute. Letztes Mal, als ich hier war. Ah, da unten. Schon Boris. Habe ich dich. Okay, er schien relativ friendly zu sein, dummerweise. Aber er hatte ein Messer dabei. Er wollte uns umbringen. Ja, ich habe mich bedroht gefühlt. Ich weiß, es ist gerade relativ ethnisch problematisch, was ich hier gerade anstelle. Aber denkt dran, wir kämpfen hier gerade ums Überleben. Nicht nur das. Burrito schreibt so kaltblütig, das kann doch nicht sein. Gerade eben, die Jungs wollten mich so oder so umbringen. Die haben da oben jemanden gefangen genommen. Ich befreie den Mann gerade, okay? Du musst es so sehen. Schade. Super Medizin. Bevor wir uns irgendwas anderes kümmern, machen wir erstmal hier die Tür auf, denn wir müssen ja schließlich flüchten. Das ist offen.
Ich glaube, ich könnte eher mit den Soldaten hier reingehen und diese Green Barrett Sachen machen. Einfach nur, weil der Soldat, glaube ich, skrupelloser ist, was das angeht. Also der, ich habe den Namen von ihm vergessen, aber ich kann ihn gleich mal kurz raussuchen. Da macht Boris das gleich nicht mehr, sondern der Soldat. Hey, immerhin habe ich Essen gefunden, okay. Vielleicht war auch gar nicht gefangen, sondern Manuel Neuer. Irgendwann besorge ich mir mal wieder einen Fernseher, nur um Werbung zu gucken, damit ich mitsprechen kann bei euch. Scheint ein echter Running Gag zu sein. Bei euch jungen Hüpfern. Super, Tabak. Ich versuche immer noch das Beste mitzunehmen und wirklich nur das Beste mitzunehmen. Deswegen bin ich immer noch so am selektiv sein. Diesen Ort verlassen, schreibt er. Oh Gott, warte. Okay, das können wir noch mitnehmen, oder? Können wir das noch mitnehmen? Okay, renn zum Ausgang, schnell. Boris, renn. Ah, hier ist der Ausgang. Oh, gut, good job. Sehr gut, Boris. Okay, ich hoffe, Boris bringt sich jetzt nicht um oder so. Wieder da und. Oh, wir wurden ausgeplündert. Okay. Boris war auf der Suche nach Vorräten. Jemand hat versucht auszurauben. Wir waren bewaffnet. Wir haben 8 Schuss verschossen. Huiuiui. Bruno fängt an, sich unwohl zu fühlen. Hey, Boris geht's gut. Er ist hungrig und müde. Freue mich zu hören, Boris. Achso. Unwohl, weil er ist gleich krank. Kein Problem. Du isst mal was, Arika. Schau, uns geht's super. Die Werbung lief auch auf YouTube. Oh ja, ich würde sagen, dann falle ich leider nicht in das Manuel Neuer Coca-Cola Werbeschema. Wenn das so ist. Zumindest nicht für YouTube scheinbar. Spitzmissgitarre. Ne, warte, du isst erst was. Zack. Moment, warte mal. Oh Gott, Boris, du warst gerade... Ich komme ja schon durcheinander. Ach Gott, Boris, nein! Arika ist auch müde. Arika soll pennen. Roman ist immer noch leicht verletzt und ich habe immer noch nichts, womit Roman quasi... womit Roman besser geht. Aber ich schau mal, ob ich bei den ganzen Kram, den ich jetzt gerade mitgebracht habe, irgendwie genug Zeug hatte, um, keine Ahnung, ein Bett zu bauen. Ja, das will ich nicht, ey. Kacke. Arika ist müde, er ist müde. Warten jetzt einfach, bis Boris wieder wach wird. Füttern Boris, damit er heute Nacht wieder morgen gehen, bluten gehen kann. Und dann besorgen wir mal ein paar mehr Baumaterialien, denke ich. Wird langsam Zeit. Wie gesagt, ist relativ einfach reinzukommen. Ich denke, auch wenn ich die anderen Tage nicht gezeigt habe, die ersten 6 Tage, ich meine, jetzt sind wir bei Tag 10, ja. Und bei Tag 10 läuft es immer noch ganz genauso so wie bei der Folge, die wir letztes Mal quasi hatten und da aufgehört haben. Boris geht es übrigens wieder besser nach dem Morden als gerade eben. Ich glaube, Boris gewöhnt sich so langsam daran, dass er abends loszieht und Leute mit dem Messer umbringt. Makaber gesagt. Hm? Ich weiß, ist makaber. Aber er fühlt sich nicht schlechter. Okay? Ab ins Bett mit dir, Bruno. Roman, ab ins Bett. Du bist immer noch leicht verletzt.
schreibt jemand, ja, ich wusste es, Boris ist ice cold. Ja, meine Rede. Ich mag die Musik übrigens, ich mag diese Gitarrenmusik. Sehr, sehr entspannt. Oh, warte mal, wir können ja mal kurz gucken, was die darüber gedacht haben. Okay, und auch wenn wir uns wie Verräter verhalten haben, diesem Mann war das Risiko bewusst. Und sie war froh, dass Boris das Aufeinandertreffen auf den Banditen überlebt hat. Sehr, sehr gut. Was sagst du, Roman? Tag 8. Da, wie er mit den Gangstern fertig geworden ist. Boris ist eine harte Nuss. Ja, Roman bewundert ihn. Und Bruno? Einst war ich optimistisch. Ich hätte schwören können, dass ein Krieg... Moment, warte mal, das ist nicht die Geschichte, die ich hören möchte. Hat Bruno nichts dazu gesagt? Nee, scheinbar nicht. Bruno hat keine Meinung dazu. Und Boris selbst? Diese Wahnsinnigen haben anderen Schreckliches angetan. Wenigstens werden sie denjenigen, denen ich begegnet bin, nicht verletzen. Alles klar. Wir haben unseren Nachbarn verraten. Dann gibt es nichts zu rütteln. Oh shit, Boris hat da... Tag 8. Zumindest stellen diese Gangster keine Gefahr mehr dar. Aber es wäre mir lieber, es wäre nicht nötig gewesen, sie zu töten. Aber Boris ist eigentlich ein sehr, sehr feinfühliger Mensch, den ich dazu etwas zwinge, was er eigentlich nicht möchte. Leider haben wir keinen Handel. Also, keiner möchte mit uns handeln gerade. Und wo ist Bruno? Bruno liegt im Bett, ja? Okay, ist klar. Tag, Ben. Wir haben Bruno, der krank ist, ab ins Bettchen mit dir. Roman, der krank ist, ab ins Bettchen mit dir. Arika, die Wache. Und Boris, plündern. Wo gehen wir hin? Militärstützpunkt. Schauen wir mal hier. Nee. Baustelle. Ich glaube, die Baustelle ist genau der richtige Ort für Boris. So, wir nehmen mit eine Brechstange, ein Sägeblatt und ein Messer. Auf geht's. Bretter. Hier war ich übrigens auch schon mit Pavle. Hier sind auch wieder sehr, sehr aggressive Menschen unterwegs. Rein storytechnisch ist die Story übrigens einfach erklärt. Wir sind im Krieg und wir überleben. Wir müssen alles tun, daran zu überleben. Was übrigens auch bedeutet, dass Boris seinen alten Job als Green Barrett wieder aufnimmt. Oh, das wollte ich nicht. Damit. Ja, Fässer heben. Das kann der Boris gut. Ja, ich habe neu angefangen. Weil... hattet ihr euch das so gewünscht? Zumindest dem Twitch-Chat entnommen habe ich, dass sich viele Leute das gewünscht haben. Und B, war ich sehr unglücklich darüber, wie ineffizient ich das Ganze aufgezogen habe. Sagen wir es mal so. Ich hätte eine Schaufel mitnehmen sollen, nicht Depp. Okay.
Aus dem Grund ist er irgendwie auch wieder Militär. Russisches Militär scheinbar. Also wenn man zumindest den Wintermützen glauben darf. Und ballern wieder auf irgendwas. Okay. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um, wo die hier so hergelaufen sind. Was die hier so haben. Und. Gehen wir mal hier oben und so. Letztes Mal hatte ich die Baustelle schon relativ gut untersucht. Und hatte zumindest schon gesehen, wo so die privaten Gemächer und so ein Kram sind von den Leuten. Oh, davon gibt es nur 2 Stacks? Okay. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Kräutermedizin mit. Kann man nie genug von haben. So, was sind die Wahnsinnigen? Die Ballerbieren? Oh, die kommen wieder hoch. Oh. Boris, no. Ja, hier war doch was. Ja, sehr gut. Okay, die haben mich auf jeden Fall gespottet. Ist jetzt natürlich die Frage, ob die hier hinkommen, wo Boris gerade ist. Da sind sie. Da ist zu zweit, scheiße. Oh shit, Boris, hoch! Okay, sneaky spot. Geht er hoch? Er geht hoch, sehr gut. Komm schon, ein Stück weiter. Oh Gott, oh shit, Boris, Nahkampf! Komm schon, du bist... Boris! Boris! Nein! Oh shit. Oh, kannst du jetzt mal da hochgehen? Ich wollte dich da oben haben. Okay. Schafft das Boris? Scheiße. Ah, jetzt habe ich glaube ich das Problem, dass die Leute einen folgen und so ein Kram, nicht wahr? Oh Gott. Scheiße. Oh, scheiße. Ich hoffe nicht, dass Boris verblutet, ne? Mm-mm.
Das Problem war, das erste Mal, als ich mit Roman in so ein Handgerangel gekommen bin. Roman ist halt Soldat quasi, der kann halt so ein... Oh Gott. Boris ist wiedergekommen, okay. Boris? Okay, Boris ist relativ traurig. Kann jetzt vielleicht nicht unbedingt verübeln, so. Scheiße. Scheiße. Ja, aber die ganze Zeit keine Bandagen, das ist auch so kacke, ey. Das könnte die Rettung sein! Ja, komm, egal was du mitgebracht hast. Wenn du Bandagen dabei hast, ist alles super. Du hast Bandagen dabei. Oh, danke. Okay, Boris, dir geht's wieder gut, dir wird's super gehen. Mach dir keine Panik. Wenn wir schon dabei sind, ach komm, nehmen wir hoffentlich Teile mit. Teileparty bei uns zu Hause. So. Und dafür geben wir dir Pistolen. Und diese Dinger hier. Gott, ernsthaft. Zack, sehr gut. Ist das Messer mehr wert als eine Pistole? Okay. Alles klar. Ja, so Boris. Komm schon, schnell! Boris, du musst dich jetzt vor allen Dingen erstmal verbinden. Du bist schwer verletzt, mein Junge. Alles wird gut. Alles wird gut. Och, danke, Boris. Das heißt, Boris, wenn wir schon dabei sind, kommen wir saufen eine Runde. Nein, Moment, wir saufen nicht. Boris, das ist eine scheiß Idee. Was erzähle ich da? Aber hier, Bruno. Ja, wir handeln nochmal kurz. Denn wir brauchen noch Holz. Holz ist sperrig. Ich glaube, Holz ist das Beste, was man kaufen kann. Zack, zwei Pistolen. Zwei Pistolen sind zu viel. Machen wir das. Zack. Wenn wir schon dabei sind, kommen wir nehmen. Wir kaufen noch mehr. Wir kaufen noch Holz. Und diese Dinger hier. Brauchen wir noch was? Zigaretten? Kann ich es damit aufwiegen? Nein. Wie wäre es mit rein Alkohol? Rein Alkohol und den Kram hier. Sehr gut. Alles klar. So, das war's. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Moment. Hey. So. Wollen wir ganz schon mal dahin geben. Gehen Boris pennt eine Runde. Arika, die gut im Schleichen ist, kann jetzt was bauen. Haben wir noch irgendwelche Leute, die müde sind? Außer Boris natürlich. So, wir bauen jetzt ein verdammtes drittes Bett. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir die ganze Zeit nur mit zwei Betten haben. So. Irgendjemand noch müde? Nein? Sehr gut. So, Bruno, du wirst jetzt auch was bauen. Nämlich, wir basteln mal langsam mal sicher die blöden Wände jetzt zu. So. Arika? Was macht Arika? Arika baut erstmal das Bett. Das hatte ich ja gerade schon mal gesagt. Ich wäre vermutlich auch ziemlich traurig, wenn ich Bruno gewesen wäre. Ich meine, hey, ich wurde gerade angeschossen. Das ist bestimmt nicht so nett. Schwer verletzt, bandagiert, erholt sich. Sehr, sehr gut. Er ist traurig. Verständlicherweise. Und Arika wird bauen. Was baut Arika? Ah, eine Kräuterwerkstätte? Ne, Arika baut erstmal zwei Filter und dann bestücken wir erstmal beide Regentonnen. Damit das schon mal gemacht ist.
Bruno hat da oben schon mal das Ding zugenagelt. Kannst du mal runtergehen, Bruno. Moment, kannst du mal hier oben bleiben. Kannst direkt die Filter einbauen. Zack, Arika baut währenddessen. Nagelt schon mal den Kram hier zu. So, das sollte vielleicht schon alles gemacht werden, damit wir nicht das blöde Problem haben wieder, wie letztes Mal. Das war nämlich echt die große... Ah, wir wollen den... Wir wollen Herd aufwärmen. Arika. Haben wir dafür noch genug Zeug? Nein! Vielleicht jetzt? Schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir genug Zeug dafür. Sehr gut. Wärmen wir doch einfach mal das blöde Ding auf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die beiden Regentonnen schon mal aufstellen. Immer noch ganz viel Wasser sammeln. So. Bruno, du kannst ein bisschen Musik machen. Und Arika, du kannst mal gucken, ob wir noch genügend Zeug haben, um vielleicht doch noch irgendwas zu machen. Nein. Das brauchen wir nicht mehr. So. So, ich gehe mal kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. Währenddessen ihr mir Tipps geben könnt und sagen könnt, wie es euch bisher gefallen hat. Im Twitch-Chat. Oder auf YouTube. Bis gleich. Stark, Daniel. Geht zum Alkohol zum Markt. Das ist günstiger als beim Hausier. Markt Orito. Okay. Ich würde gerne Tipps geben. Ich habe das Spiel noch nie. Alles klar, gut. Mit anderen Worten, ich finde alles selbst heraus. Kein Düngen, kein Düngen. Ich kenne ja schon ein paar Orte vom letzten Mal. Und die bombardierte Schule zum Beispiel hier. Nee, bombardierte Schule hört sich doof an. Das bombardierte Haus hört sich auch doof an. Die zerstörte Villa, das hört sich gut an. Da können wir nämlich jetzt mit unseren Krieger hin. So, du gehst plündern. Arika wird Wache stehen. Bruno wird Wache stehen. Und Boris geht im Bettchen schlafen. Und im Gepäck wird eine Brechstange sein. Ein Knife. Und eine Schaufel. Und eine Säge. So, wir nehmen sozusagen das komplette Equipment mit, um alles aufzumachen, was wir finden. So. Das kann sehr gefährlich sein. Diese Türe sind keine disziplinierten Soldaten. Korrekt. Achso, ich muss da oben hoch. Verdammt. Rennen wir mal ein bisschen. Und locken jemanden an. Das hat nun jetzt wirklich Kommandos-Charakter. Der Move. Und... Meucheln! Haha! So, diesmal mit den Soldaten, keine Sorge, der hat keine Reue, was das angeht. Weil der, wie gesagt, der Saturn und so weiter, ja, ihr habt es ja gerade schon gehört. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist gut. Oh mein Gott, das ist gut. Wir haben eine schutzsichere Weste. Das ist wirklich gut. Messer und Sturmgewehr diesmal. Sehr, sehr gut ist das. Das ist wirklich fantastisch.
sind perfekte. Perfekt ist das, absolut perfekt. Wir halten jetzt mehr aus. Nicht so wie gerade eben Bruno, der alle Kugeln mit seinem Wanst aufhalten musste. Sondern wir sind jetzt quasi Krieger. Okay, die konnten wir nicht anlocken auf die Art und Weise. Wir gucken mal, ob wir die doch vielleicht noch so anlocken können. Ist die Frage, gehen wir da rein und jambalieren wir quasi mit unserer Arcada rein? Ja. Oh! Werden wir gesehen? Werden wir gesehen? Ja, wir werden gesehen. Oh shit. Das Gute ist, wie gesagt, das ist ja hier quasi unser Krieger, unser Mann, der sich mit den Kämpfen auskennt, deswegen kann der auch quasi im Nahkampf, im direkten Nahkampf, den Kram überleben. Der kann austeilen und. Ich habe gerade gemerkt, die AK ist nicht so effektiv, wie ich dachte. Der Typ steht immer noch da. Das hatte ich übrigens gerade auch von Bruno erwartet, deswegen hatte ich den immer mit dem Messer im Nahkampf quasi vorgeschickt. Weil ich quasi erwartet habe, dass er es hinbekommt, genau wie der Krieger, wie der Soldat hier. Krieger, Krieger hat sich anders, wenn er, keine Ahnung, gerade aus einem Wikinger-Roman ausgebrochen ist. Weil ich dachte, dass er quasi das Gleiche aushalten kann und sozusagen das Gleiche austeilen kann. Das ist wichtig, was wir gefunden haben, super. Okay, Knife können wir hier lassen, denke ich. Das können wir später noch mitnehmen. Was der gute Mann dabei hatte. Achso, warte mal, ich glaube, den hatten wir gerade schon mal kurz gelootet und ich hatte schon soweit alles mitgenommen. Ja, der hatte das Gewehr noch mit. Oh, das ist Krach. Ich glaube, wir sind jetzt alleine, wir haben alles umgebracht hier drin. Ah, super, irgendwas, was wir aufknacken können, das ist immer gut. Ja, der war vermutlich wirklich da oben festgebacken, immer so ganz nebenbei. Oh, was hier? Das muss der Hausbesitzer gewesen sein. Armer Kerl, anscheinend ist er verhungert. Ja, korrekt. Der Hausbesitzer ist verhungert in seinem eigenen Keller, weil die Deserteure hier eingebrochen sind und den ganzen Scheiß hier besetzt haben, ja? In der Villa. Man merke. Oh, sehr gut. Wo ich die Säge mitgenommen habe. Oh, ich habe das Sägeblatt kaputt gemacht. Im Vorgang. Der Sinn der Sache ist übrigens, dass ich jetzt hier hingehe mit den ganzen, mit der Brechstange, mit den ganzen tollen Equipment, mit den ganzen wichtigen Sachen, um hier reinzukommen, damit ich gleich, oder das nächste Mal, mit dem schwerverletzten Bruno hier nochmal reingehen kann und der schwerverletzte Bruno dann quasi hier alles mitnehmen kann, was hier rumliegt, so dass ich nicht mehr das Problem habe, hier alles aufbrechen zu müssen und. Und der Hoffnung wird in der Zwischenzeit nicht das Haus neu besetzt. Das ist zumindest meine, oh, Moment, Schaufel. So. Schaufel war vielleicht das Blödste, was ich mitgenommen habe, muss man dazu sagen. Drehtabak. Okay. Oh, hier ist ein Medizinkabinenlein. Das ist auf jeden Fall wichtiger, die Bandagen derzeit. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber nicht mehr so viel. Zeit drängt. Gucken wir mal schnell, noch was wir aufknacken können. Ah, hier oben, das können wir noch aufknacken. Sehr gut, das muss auf jeden Fall noch erledigt werden. Für den Fall des Brunas, dass mir hinkommt, damit Bruno nicht extra was mitnehmen muss. Ja, ich habe dazugelernt, auf jeden Fall. Gestern habe ich echt nur Scheiße gemacht.
Deswegen hatte ich mich auch nochmal dazu entschlossen, das hier aufmachen. Ja, so ist das nun mal, nicht? Man spielt das erste Mal ein Spiel und macht nicht alles richtig. Wo sind wir denn da nur, Mensch? Zack, da ist bestimmt was Juicy-mäßiges drin. Was Tolles. Und wir haben eine beschädigte Weste. Wir haben schon beschädigte Westen, wenn wir ganze Westen haben. Jetzt brauchen wir eine Gitarre, haufenweise Zeugs, Pistolen. Dschubbel, dubbel, dubbel, du. Okay. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Tolles finden. Medizin. Beschädigte Helme. Okay, okay, okay. Beschädigte Helme hört sich gut an. Wir lassen was hier. Wir lassen nämlich das hier und die Schaufel hier. Alles klar. Und renn zum Ausgang. Ich denke, ich werde übrigens die Strategie auch beibehalten, dass ich zuerst mit den Soldaten reingehe und den Kram kläre und dann sozusagen mit irgendjemand anderen, der viel Kapazität hat, reingehe und die Sachen loote. Dann bin ich zwar an 2 Tagen oder an 2 Nächten am gleichen Ort, aber hey, was soll's. Wir brauchen vor allen Dingen dringend Bandagen. Wir wurden ausgeplündert. 8 Schuss haben wir verschossen. Oh Gott. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die Waffen nur mitbringe, um sie dann im Endeffekt zur Verteidigung zu benutzen. Boris soll dringend sich bandagieren. Arika kann was essen. Bruno, du kannst was kochen für dich. Du bist doch so ein guter Kochmensch. Ab ins Heilbettchen. Essen. Zack. Und gehst pennen. So, das ist unser Bester. Boris. Jetzt essen wir das mal. Die Sache ist, kann ich vielleicht diese Naturmedizin benutzen oder so, um ihnen irgendwie zu helfen? Weil schließlich ja immer noch schwer verletzt. Ich meine, das ist echt nicht harmlos. Geht das vielleicht? Nee, später aufbewahren, sagt er. Gut, Arika darf ein bisschen arbeiten. Nur dass unser unglaublich tapferer Boris erstmal eine Runde pennen geht. Pennen, Boris, pennen. Arika? Arika darf... Oh, yay! Arika darf hier oben hoch. Wir haben ihn etwas mitgebracht. Ein gutes Zeichen, nicht wahr? Klar. Hallo, was gibt's? Wir leben mehrere Blöcke von hier entfernt. Wir haben gesehen, dass sie in diesem Gebäude Unterschlupf gefunden haben. Als Nachbarn wollten wir vorbeisehen und Hallo sagen. Wir haben Gemüse aus unserem Garten mitgebracht. Vielen lieben Dank. Ja, wir müssen einander helfen. Wiedersehen. Gott, ey. Ich fühle mich so schlecht. So ein korrumpiertes Leben hier. Wir brauchen Holz. Holz, 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 Holz. Falle für Kleintiere, primitiver Herd, Kräutergarten, Kräuterwerkstätte. Man ist hungrig, dass er was essen. Kann ich noch irgendwas tun jetzt? Also wir haben haufenweise Gemüse, wir haben... Ah, ich glaube, ich baue mal so einen Käfig, so einen kleinen Tierkäfig. Zum Tiere fangen. Und da ist der Käfig. Und den platzieren wir wieder hier oben. Wie letztes Mal. Wart ihr letztes Mal auch schon dabei?
Ist natürlich scheiße, gleich einen stark verletzten Boris loszuschicken. Aber hey. Bruno ist außergewöhnlich happy darüber, wie das alles hier läuft. Können wir irgendwas bauen? Nö. Können wir irgendein Werkzeug bauen? Ein Helm. Oh, wir können zwei Helme bauen. Und das Ding hier oben bestücken. Und mit Dünger könnten wir die Jungs auch anlocken. Dann investieren wir ein Fleisch, um zwei Fleisch zu bekommen. Ist schon in Ordnung. So, Arika darf ich es hinsetzen. Das wird mein Wohnzimmer sozusagen hier. Dieser Raum hier. Das Radio drin, der Sessel drin und die Gitarre. Tja. Soweit so gut. Tag beenden. Und wenn ich den Tag beende, beende ich übrigens auch erstmal diese Folge hier. Denn ich glaube, wir sind schon eine gute Stunde hier unterwegs wieder. Oder? Wie lange sind wir unterwegs? Könntest du mal kurz einen Screenshot reinschreiben? Meine Pläne für quasi die nächste Folge, beziehungsweise meine nächsten Pläne, wie ich weiter vorgehen werde, ist, ich werde auf jeden Fall nochmal in die Villa reingehen, die ich ja jetzt sozusagen von den Soldaten befreit habe. Werde nochmal das ganze Zeug mitnehmen, was ich da gelassen habe. Also die Crowbar, das Messer, die Schaufel und so ein Kram. Werde auch den ganzen Kram mitnehmen, der da drin ist. Und werde nochmal gucken, ob ich irgendwelche besonderen Dinge drin finde. Ja. Und dann, dann gehe ich sozusagen weiter vor, je nachdem. Schauen wir mal. Na gut. In diesem Sinne mal wieder, vielen Dank, liebes YouTube, dass ihr zugeguckt habt. Wie hat es euch soweit gefallen? Liebes Twitch, wie hat es euch soweit gefallen? Das kann ich ein bisschen schneller lesen als YouTube. Und sehen wir uns gleich wieder.